Sängerin findet harte Worte. Wie oft hat mir das schon wehgetan, diese Schlagzeilen haben Helene Fischer schwer getroffen. Helene Fischer hütet ihr Privatleben wie einen Schatz. Seit 15 Jahren feiert Schlager-Superstar Helene Fischer nun schon einen Erfolg nach dem anderen. Bei ihren Live-Konzerten wird sie von tausenden Fans bejubelt und zeigt sich auf der Bühne unglaublich nahbar. Doch da gibt es dieses eine Thema, was Helene schützen möchte wie einen Schatz, ihr Privatleben. Trotzdem tauchen immer wieder schmutzige Schlagzeilen auf, die Helene schwer treffen. Was sie aus diesem Grund schon 100-mal in ihr Handy eingegeben, aber nie abgeschickt hat, sehen Sie im Video. Helene Fischer, das sind alles Lügen. Im persönlichen Gespräch mit Moderatorin Janeng Ullmann lässt Helene Fischer nicht nur 15 Jahre Schlager-Business-Revue passieren, sondern lässt auch tief in ihre Seele blicken. Ein Thema, was die sonst so ruhige Helene immer wieder auf die Palme bringt, erfundene Schlagzeilen. Gemeinsam mit Janeng blättert Helene in ein paar Klatschmagazinen. Moderatorin Janeng liest ein paar Schlagzeilen vor, Helene Fischer und Thomas Seitel getrennte Wege nach 2 gemeinsamen Jahren, oder verheiratet. Helene Fischer und Thomas Seitel heimliche Hochzeit in neuer Villa. Worte, die Helene nicht kalt lassen. Das sind alles Lügen und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte ich mich einfach nur totlachen. Es ist schon sehr nervenaufreibend und da geht auch viel Energie drauf, verrät Helene im Interview. Eine Sache, die die werdende Mama schwer belastet, es wird immer weiter geschrieben, egal was ich mache und egal, wie hart wir teilweise dagegen vorgehen, solche Schlagzeilen gehen auch an einem Profi wie Helene nicht spurlos vorbei. Wie oft wollte ich schon Dampf ablassen und wie oft hat mir das wirklich wehgetan, so Helene.